Schneeflöckchen, Weißröckchen, Cottbus ist seit heute Morgen wieder von einer weißen Schneedecke umhüllt. Autofahrer freut das weniger, es ist teilweise ziemlich glatt auf den Straßen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu LTV aktuell am Dienstag. Heute geht es bei uns um die Big Battery in schwarze Pumpe, die Bibliothek steigt auf kontaktlose Ausleihe um und den richtigen Umgang mit einem Feuerlöscher zeigen wir Ihnen auch noch. Wir beginnen aber mit den Corona-Zahlen. In Cottbus gibt es 36 neue Fälle. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 392. In Quarantäne befinden sich über 2500 Menschen. Eine weitere Person ist gestorben. Im Kaltim-Klinikum werden 64 Corona-Patienten behandelt. Davon liegen 15 auf der Intensivstation. Der Landkreis Spree-Neiße meldet heute 123 neue Fälle. Es ist ein einzigartiges Projekt in Europa. Am Kraftwerks- und Industriestandort Schwarze Pumpe entsteht eine Megabatterie. Die Big Battery Lausitz hat eine Speicherkapazität von 53 Megawattstunden. Sie kombiniert moderne Kraftwerksinfrastrukturen mit Speichertechnologien in neuer Größenordnung. Im Juli 2019 war Baubeginn. Jetzt geht einer der größten Batteriespeicher Europas in den Betrieb. Hier am Standort Schwarze Pumpe hat die LEAG den in dieser Konstellation größten Batteriespeicher Europas errichtet. Nach einem erfolgreich abgeschlossenen Erprobungsbetrieb arbeitet die Big Battery Lausitz nun im kommerziellen Dauerbetrieb. Auf einer Fläche von 110 x 62 Metern wurden 13 Batteriecontainer errichtet. Zu jedem gehört ein Umrichtercontainer, in dem die Umwandlung zwischen Gleichspannung der Batterien und Wechselspannung für das Stromnetz erfolgt. Weitere Bestandteile sind der Blocktransformator und Schaltanlagen für die Eigenversorgung, insbesondere die Betriebstechnik und Klimatisierung. Der Netzanschluss des Batteriespeichers erfolgt auf der Hochspannungsebene. Über diese ist vor Ort auch der Anschluss an das Höchstspannungsnetz gegeben. In dem Batteriespeicher wird ein Strommix aus erneuerbaren und konventionellen Energieträgern gespeichert. Ich freue mich, dass wir die Big Battery Lausitz in den Dauerbetrieb überführen konnten. Die Big Battery Lausitz ist für uns ein innovatives Projekt, was wir hier erfolgreich zur zukünftigen Stromspeicherung umgesetzt haben. Wir kombinieren hier am Standort Schwarze Pumpe die hochmoderne Leittechnik des Kraftwerkes mit unserem innovativen Stromspeicher Big Battery Lausitz. Der Stromspeicher stellt eine Kapazität von 53 Megawattstunden und eine Primärregelleistung von 50 MW zur Verfügung. Die Big Battery Lausitz wird die Flexibilisierung der Stromerzeugung voranbringen und damit die Schwankungen im Stromnetz ausgleichen und für eine höhere Sicherheit sorgen. In jedem Batteriecontainer sind 680 Lithium-Ionen-Batteriemodule der Firma LG in 40 Racks verbaut. Insgesamt sind 8840 Batteriemodule in der Big Battery aktiv. Sie können je nach Situation im Stromnetz oder an den Strommärkten be- oder entladen werden. Gesteuert wird die Big Battery Lausitz mit einem neuartigen Batterie- und Energiemanagementsystem. Als sekundenschneller Sprinter sorgt sie für den Ausgleich kurzfristiger Schwankungen im Stromnetz. Werden größere Mengen Regelenergie benötigt, übernimmt das benachbarte Kraftwerk als Dauerläufer. Darüber hinaus ermöglicht die Big Battery, dass im dezentralen Verbund virtueller Kraftwerke das Zusammenspiel von Erzeugern und Verbrauchern noch flexibler und damit sicherer gestaltet werden kann. Ein weiterer wichtiger Schritt für integrierte Energielösungen aus der Lausitz. Diese Speichersysteme sind für unser Unternehmen ein Meilenstein auf der Suche nach integrierten Energielösungen. Diese integrierten Energielösungen führen in der Zukunft zu einer erhöhten Versorgungssicherheit und werden für die Region Lausitz eine höhere Wertschöpfung schaffen. Ich bedanke mich bei dem Projektteam der Big Battery Lausitz, dem Generalauftragnehmer der EGEM und allen Firmen, die am Bau und der Errichtung der Big Battery beteiligt waren. Und ganz besonders bedanke ich mich bei dem Land Brandenburg, das uns mit der Förderung der Big Battery unterstützt hat.
Die A15 wurde heute für einige Lkw-Fahrer zur Rutschpartie. Es hat gleich zwei Unfälle gegeben. Ein Lkw ist kurz nach 7 zwischen Vetschau und Cottbus West in die Leitplanke gekracht. Zwei Personen haben sich dabei leicht verletzt. Der Abschnitt war über mehrere Stunden gesperrt. Ein paar Stunden später ist ein anderer Lkw zwischen den Anschlussstellen Cottbus Süd und Rogosen gegen einen Brückenpfeiler gefahren. Eine Person wurde verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Auch hier musste die Autobahn teilweise gesperrt werden. Viele Kinder lernen inzwischen zu Hause. Fachliteratur ist da natürlich wichtig. Allerdings hat die Cottbuser Stadt- und Regionalbibliothek zu. Doch es gibt eine Lösung. Alles Weitere in den Kurznachrichten. Kontaktlose Ausleihe. Die Cottbuser Stadt- und Regionalbibliothek bleibt weiterhin geschlossen. Das Haus bietet aber ab heute die Möglichkeit, Medien kontaktlos auszuleihen. Die Auswahl erfolgt vorab über den Online-Bibliothekskatalog. Im Angebot sind alle Arten von Medien, vom Buch über Zeitschriften bis zum Konsolenspiel. Maximal können 10 Titel, die als verfügbar gekennzeichnet sind, im Katalog bestellt werden. Die Mitarbeiter nehmen die Wünsche per E-Mail oder Anruf entgegen. Es wird ein konkreter Abholtermin abgesprochen. Die Medien werden dann zur vereinbarten Uhrzeit im Eingangsbereich bereitgestellt. Es besteht auch hier eine Maskenpflicht. OpenBTU. Die öffentliche und vorläufig digitale Vorlesungsreihe OpenBTU geht weiter. Nächster Termin ist Mittwoch, der 13. Januar ab 17 Uhr. Thema ist die Energiewende in Deutschland und ihre Auswirkungen auf die Lausitz. Durch die Veranstaltung wird Professor Dr. Felix Müskens führen. Nach dem Vortrag besteht die Gelegenheit zum Austausch mit dem Professor. Der Online-Vorlesungsraum wird eine halbe Stunde vor der Veranstaltung geöffnet. Die Teilnahme ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich. Ein 64-jähriger Mann aus Spremberg wird vermisst. Er ist seit gestern aus einem Heim in der Trattendorfer Straße verschwunden. Die Polizei hat bereits einen Hubschrauber, eine Drohne und eine Hundestaffel eingesetzt. Vergebens. Der Mann ist auf Hilfe angewiesen und nur mit einem Schlafanzug bekleidet. Wer ihn gesehen hat oder Hinweise geben kann, der soll sich umgehend bei der Polizei melden. Einen kurzen Moment nicht aufgepasst und schon kann es brennen. Wenn das Feuer noch ziemlich klein ist, hilft ein Feuerlöscher. In Firmen und öffentlichen Gebäuden ist er zwar Pflicht, doch nur die wenigsten können ihn auch bedienen. Dabei bleibt im Notfall keine Zeit, um erst einmal die Bedienungsanleitung zu lesen. Ob nun zu Hause oder auf Arbeit, Situationen wie diese möchte keiner von uns miterleben. Großbrände lassen sich dabei oft verhindern. Dafür braucht man einen kühlen Kopf, eine schnelle Reaktion und den guten alten Feuerlöscher. Wie ein Feuerlöscher prinzipiell funktioniert, ist meistens bekannt. Allerdings hatten nur die wenigsten wirklich mal einen in der Hand. Genau dafür ist Peter Lange da. Aus. Er ist Beauftragter für den Brandschutz bei der DEKRA. Regelmäßig führt er für Betriebe Schulungen mit Feuerlöschern durch. Wenn es wirklich mal ernst wird, ist jede Erfahrung kostbar. Der Gesetzgeber schreibt eigentlich vor, dass solche Schulungen in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden müssen. Also eigentlich, dass jeder Mitarbeiter einmal diesen Umgang mit dem Feuerlöscher auch geübt hat, dass er tatsächlich in der Situation, wo Panik herrscht, wo Unruhe ist, viele Leute hin und her rennen, dann natürlich den Überblick behält, entsprechend richtig handelt. Und je öfter man solche Sachen schult, umso besser funktioniert es dann letztendlich auch. Das ist vor allem wichtig, da nicht jeder Feuerlöscher gleich ist. Es gibt verschiedene Brandklassen. Nicht jeder Feuerlöscher ist für jeden Brand geeignet. Unterschiede, die man kennen sollte. Es gibt natürlich unterschiedliche Arten von brennbaren Stoffen. Man unterscheidet da in entsprechende Brandklassen. In dem Falle die Brandklasse A, das sind feste brennbare Stoffe. Was fällt mir da ein? Holz, Pappe, solche Sachen. Dann natürlich die Klasse B, das sind flüssige oder flüssig werdende brennbare Stoffe. Ganz klassisch Benzin, Kraftstoffe, verschiedene Alkohole. Dann die Klasse C, das sind gasförmige Stoffe. Klar, kennt jeder entsprechend Propan, Butan. Manch einer hat einen Campinganhänger, wo er natürlich auch mit entsprechenden Gasflaschen zu tun hat. Ansonsten natürlich auch noch die Klasse F, das sind klassisch Brände von Fetten. Das heißt in der Großküche, wo Fritteusen zum Einsatz kommen, auch die Klasse muss entsprechend berücksichtigt werden.
Der Feuerlöscher sollte also nach der möglichen Gefahrenquelle ausgesucht werden. Am gängigsten sind ABC-Löscher. Sie arbeiten mit Schaum oder Pulver. Dort, wo mit Elektrotechnik gearbeitet wird, kommen am besten Kohlendioxidlöscher zum Einsatz. Alle 2 Jahre müssen die Feuerlöscher von einem Sachkundigen geprüft werden. Entsprechende Termine stehen auf den Plaketten. Zudem müssen Betriebe intern Brandschutzhelfer bestimmen. Jedes Unternehmen ist verpflichtet, mindestens 5% seiner Mitarbeiter als Brandschutzhelfer entsprechend auszubilden. Das heißt, sie werden ausgebildet in der Theorie, theoretische Ausbildung. Da geht es zum einen um den organisatorischen Brandschutz, um den baulichen Brandschutz. Dort gehört das Evakuieren von Gebäuden mit dazu. Wie sind die Gebäude entsprechend auszurüsten? Flucht- und Rettungswege, was gibt es da zu beachten? Und Bestandteil dieser Schulung ist dann natürlich auch der praktische Umgang mit den Feuerlöschern. Peter Lange zeigt dann allen Teilnehmern, wie der Feuerlöscher richtig und effektiv benutzt wird. Entsprechende Schulungen können bei der DEKRA vereinbart werden, wissend, dass vielleicht Schlimmeres verhindern kann. Eine wichtige Anleitung, die im Ernstfall viel Zeit sparte und das Feuer schnell unterbindet. In der Corona-Pandemie wächst der Zusammenhalt. Viele Hilfsaktionen sind schon entstanden. Eine weitere wurde jetzt für Studenten gegründet. Durch den Wegfall vieler Aushilfsjobs bekommen viele von ihnen immer mehr finanzielle Probleme. Wie sie von Cottbusern unterstützt werden, das zeigt Ihnen morgen mein Kollege Christian Risse. Bis dahin, tschüss. Die Knappschaft ist auch beim Sport immer an deiner Seite. Zugegeben, fast immer. Mit dem Sportbonus 70 Euro sichern und einfach den Sport finden, der am besten zu dir passt. Knappschaft für meine Gesundheit. Unterwegs mit grünem Strom. Wasserkraft für saubere Energie. Grüner. Für die Lausitz, für mich. Stadtwerke Cottbus. There's a light, a certain kind of light that never shone on me. Fire got you, ain't got you. Hey, hey. I don't know what it's like. Der neue Renault Captur, so vielseitig wie sie. Jetzt probefahren in Ihrem Autohaus Hertel und Söhne. Lamsfelder Straße 1 in Cottbus. Weitere Infos unter renault-hertel-cottbus.de oder telefonisch unter 0355 48 64 27 90.